lass mich jetzt echt komplett ab. Du brauchst jetzt keine Angst haben, dass er sich jetzt ein bisschen nach vorne bewegt. Gang ist drin, Handbremse ist angezogen. Wenn dann was passieren sollte, haben wir Pech. Wir sind aber versichert. Was? Pech gehabt? Wieso? Aber wir sind versichert. Wir sind versichert, okay. Also der steht ganz hinten. Oh mein Gott, geil. Oh. Sagt ungefähr 3 bis 5 mm. Das heißt, wenn einer jetzt sowas einbaut, sollte auf sowas genau. Auf jeden Fall achten. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute fahren wir zum TÜV, wollen schauen, ob wir den billigsten Fahrwerk eingetragen bekommen. Wir haben nur noch September-TÜV, also können wir den nicht mehr anmelden. Jede Änderung am Fahrzeug muss natürlich eingetragen werden. Okay, in der Regel, das sollte man machen. Ich habe hier natürlich ein Fahrwerk eingebaut von der Firma Redline, von KDS. Hier schon mal schöne Grüße an Kai. Auf jeden Fall, ich bin gerade dabei, hier eine Spureinstellung bei meinem BMW zu machen. Genau. Wir brauchen für die Eintragung eine Spureinstellung. Ihr solltet auf jeden Fall in die ABS schauen, ob man das braucht oder nicht. In meinem Fall braucht man das, glaube ich. Aber auch wenn nicht, Spureinstellung müsst ihr sowieso, weil Fahrwerk ist ab, Fahrwerk kommt rein. Da braucht ihr eine Spureinstellung. Geile App hier. Albus App. Dazu kommen wir noch. Jetzt gerade in der Prüfstelle und ja, wir dürfen filmen, das ist schon mal das Geile. Ich habe die Papiere gerade abgegeben, guckt, ob wir das überhaupt eintragen können. Ich kenne es ja, aber vielleicht ihr nicht, was man halt beachten muss, wenn man eine Tieferlegung eintragen möchte. Es geht um mein Auto, da ist man immer ein bisschen aufgeregt. Wir werden jetzt einmal den Herrn Erdogan kennenlernen und ich sage euch, sehr, sehr sympathischer Kerl, den wird ihr mögen. Ich bin der Halle Erdogan, ich habe die Kfz-Prüfstelle vom TÜV Süd in Lünen. Wir sind jetzt neu hier seit einem Monat, versuchen hier gute Arbeit zu machen. Und das machst du auch. Ja, ich habe ja 2 TÜV-Prüfer, einmal den Juma und einmal den Halil. Und Halil ist mehr fürs Eintragen zuständig. Die ganzen Autos, die hier Umgebung abgeschleppt werden, Stilllegung oder halt Kontrolle, die werden alle zu dir geschickt, ne? Teilweise, wenn die von der Polizei abgeschleppt werden oder rausgezogen werden, werden die hier rübergebracht zum Kontrollieren. Und du kontrollierst, ob alles richtig ist, ob die Eintragung richtig ist? Genau. Ob da irgendwelche dubiosen Sachen dabei sind oder ob das alles passt, wird ja einmal kontrolliert hier. Ja. Also will ich gar nicht wissen, was du schon alles erlebt hast. Die Polizeisache ist jetzt relativ neu. Da habe ich jetzt selber auch noch nicht viel Erfahrung, aber bisher waren da jetzt keine extremen Sachen dabei. Ja, aber wie es jetzt in der Zukunft aussehen wird, weiß ich nicht, aber bisher waren es eigentlich relativ harmlos. Du hast ja einfach versprochen, wenn du sowas hast und der Kunde... Dann muss ich fragen, ob wir es dürfen, ne, dann sage ich dir Bescheid. Ja, bin ich auf jeden Fall dabei, weil ich will das auch mal sehen, wie das so ist, wenn einer, sagen wir mal, stillgelegt wird. Der Fahrzeugschein passt zum Teil, Gutachten. Also dann gucken wir, heben wir einmal das Fahrzeug hoch, gucken uns die ganzen Nummern von den Bauteilen an. Ja. Dann kontrollieren wir die Nummern, ob die passen. Dann verschränken wir das Ganze und dann gucken wir, ob da irgendwas an Karosserieteil oder an Fahrwerksteilen schleift oder nicht. Mhm. Wenn das alles passen sollte, kontrollieren wir einmal noch die Auflagen, dann sind wir eigentlich damit durch. Okay. Das war jetzt die Kurzversion. Weil wir haben hier ein Fahrwerk für 160 Euro. Ist sehr günstig, ne? Lässt sich auch sehr gut fahren, dazu kommen wir ja noch. Ganz ehrlich, ich dachte, wo ich diesen Fahrwerk gekauft habe, dass ich einen 21er Abnahme brauche. Das ist jetzt die Seite 7 von 11. Hier steht, kurz gefasst, wenn man serienmäßige Räder benutzt, kann man das Ganze über die 19.3 eintragen, eine Änderungsabnahme. Aber wenn man Zubehörräder benutzt, mit dem Fahrwerk gleichzeitig, muss man eine 21er machen, also eine Einzelabnahme. Fahrgestellnummer kontrollieren. Ob das Fahrzeug zum Fahrzeugschein passt. Wenn ihr euch fragt, was das für Reifen sind, dazu kommen wir gleich. Sehr interessant. Jetzt kontrollieren wir einmal die Nummern von den Federn, von der Vorspannfeder und von der Hauptfeder. Schreiben wir uns einmal auf. Dann kontrollieren wir das auch wieder nochmal mit dem Teilegutachten, ob das Ganze passt.
Nicht, dass ihr dann denkt, Teilebedarf ist da, Teile sind da, einfach unkontrolliert einbauen, ist nicht Sinn der Sache. Einmal bitte kontrollieren, ob das auch passt. Das Ganze machen wir nochmal mit der Enkelachse. Darauf achten, ob die Federn vernünftig und richtig eingebaut wurden. Das kontrollierst du ja auch gleich mit. Ja, ja klar. Genau. Ja, ob die Vorspannung da ist, nicht, dass die Feder da einfach nur drinnen liegt und beim nächsten Huckel irgendwie rausfliegt. Das heißt, kontrollieren gleich nochmal mit dem Teil und achten, ob die Nummern passen. Ohne die Änderungsabnahme, wenn du zum Beispiel jetzt, so wie jetzt, Fahrwerk eingebaut hast, zur Hauptuntersuchung fährst, wirst du die Hauptuntersuchung bestehen, weil das Fahrwerk nicht eingetragen ist. Das heißt, auch wenn ich es bestehe, bekomme ich keinen TÜV? Genau, weil das Fahrwerk nicht eingetragen ist. Das ist erlaubt, das erlischt, wenn du das Fahrwerk nicht eingetragen hast und durch die Gegend fahren willst. Das funktioniert. Zum Glück bist du jetzt noch nicht angemeldet. Ja, ich habe es ja noch nicht angemeldet. Genau. Jetzt können wir das Fahrwerk eintragen. Man könnte auch theoretisch direkt auch die Hauptuntersuchung machen, aber du willst ja noch ein bisschen was an dem Fahrzeug machen. Genau, dazu kommen wir noch viel, viel später. Weil Hallelabe weiß meine Geschichte hier. Der schüttelt jeden Tag mit dem Kopf, wenn er sieht, was ich alles mache. Ja. Wenn wir jetzt das Ganze verschränken, kontrollieren wir jetzt noch einmal die Reifengröße, die Räder, ob die original sind oder ob die Zubehör sind. Ja. Also die Räder passen, die Reifengröße passt auch. Passt natürlich, sind ja original. Gut, das passt auch. Und jetzt kommen wir zu der interessantesten Sache. Andere Tore dort. Okay. Reifen. Einschlagen. Also, sobald du ein Fahrwerk oder Federn eingebaut hast, müssen wir es kontrollieren, ob die Räder im Fahrwerk an irgendwelchen Karosserieteilen, an Fahrwerksteilen oder an der Bremsanlage geschleift. Das heißt, wir machen ihn jetzt runter und der geht jetzt ganz hoch und dann achten wir auf was genau? Ob das Rad zum Beispiel an das Federbein kommt. Ob es an irgendwelchen Radhausschalen, Karosserieteilen, Kotflügel, Stoßstange, ja, Radkassen irgendwie an solchen Stellen irgendwie schleift. Also wir machen jetzt den Extremfalltest. Genau. Okay. Also wir lassen ihn jetzt echt komplett ab. Du brauchst jetzt keine Angst haben, dass er sich jetzt ein bisschen nach vorne bewegt. Gang ist drin, Handbremse ist angezogen. Wenn dann was passieren sollte, haben wir Pech. Wir sind aber versichert. Was? Pech gehabt. Ist so. Aber wir sind versichert. Wir sind versichert, okay. Oh mein Gott. Kannst jetzt einmal rumgehen, ne, die Bühne. Guck mal. Fahrzeug steht eigentlich nur noch auf den Rädern. Also der steht ganz hinten. Oh mein Gott, geil. Oh. Guckst du, ob das Rad am Radlauf irgendwie schleift, irgendwie in der was kontaktiert, haben wir nicht. Eine Fingersbreite Platz. Okay, was ist der Mindestabstand, was wir hier brauchen? Man sagt ungefähr 3 bis 5 mm. Das heißt, wenn einer jetzt sowas einbaut, sollte auf sowas auf jeden Fall achten. Am besten, wenn man die Möglichkeit hat, einmal in der Werkstatt verschränken oder in der Halle und gucken. Das hier passt. Auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr das macht. Jetzt müssen wir uns aber auch die innere Seite angucken. Wir haben eine Geometrieveränderung wegen der Feder und wegen dem Fahrwerk. Da irgendwelche Kontaktstellen sind wegen dem Fahrwerk, dass er in der was berühren kann. Aber okay. Zum Glück ist es jetzt hier hinten auch nicht. Die vordere Seite sieht aber echt gut aus. Platz also hier. Passt da alles. Wenn ich jetzt mit der Hand hier dran gehe, ja, sehe ich ist schon. Da auch wiederum eine Fingersbreite Platz. An überall. Der Tauschschale. Hier am Kotflügel irgendwelche Punkte hätte, ja. Du musst was verändern müssen. Wenn du guckst, guck mal. Hast du mehr als genug Platz? Ja, kann ich ja größere Felgen nehmen. Eventuell, aber da brauchst du wieder eine Anzahl. Ja, stimmt. Okay. Die du hoffentlich bald machst. Mit der Hand ans Federbein dran. Mhm. Da schleift auch nichts. Da hast du sogar locker knapp 2 Fingersbreite Platz. Ja. Ja, das sieht man ja, ne? Genau, da ist mehr als genug Platz. Das ist lebensgefährlich, wenn da Kontakt entstehen sollte. Angenommen, du fährst auf der Autobahn, deine 120, 130, da fährt sie Sachen. Ja, klar. Schlagloch und dann berührt dein Reifen, dein Federbein. Ja, da brauchen wir nicht reden, was passiert. Dann, so gesehen ist jetzt die Prüfung beendet. Ne? So passt alles, nichts schleift. Die Nummern passen, die Räder passen, die Reifengröße passt.
Jetzt könnten wir eigentlich nur noch zum schriftlichen Teil übergehen. Alles verstanden. Top. Also Fahrwerk, 460 Euro. Geil. Living Home bei einem E46. Kompakt. Also hier, was machst du hier im Haus alles? Also hier bieten wir Hauptuntersuchungen inklusive Abgasuntersuchung an und die Änderungsabnahme, also BO-Kraft, Wohnmobile plus die Gasprüfung für die Wohnmobile, die bieten wir auch an und hoffentlich demnächst auch die Einzelabnahme. Schadengutachten und Unfallschäden. Ein super TÜV-Prüfer mit Sachverstand und ja, ich meine, wir arbeiten zusammen, Jumabe und Hallabe sind halt die Besten. Dankeschön Hallabe nochmal. Bitteschön. Und wir sehen uns bei der nächsten Änderung. Da kommt ja noch was, ne? Machen wir. Ja, aber nicht verraten. Nein. Ihr habt gesehen, das hat nicht lange gedauert, weil die ganzen Nummern aufschreiben, Nummern kontrollieren. Änderungen zu kontrollieren, hat vielleicht 10 Minuten gedauert. War echt schön, war angenehm. Hallabe, ich muss auch sagen, ne? Also jedes Mal, wenn wir das machen, dann kriege ich immer ein bisschen Panik. Nicht, dass der irgendwie runterfällt oder so, denke ich. Aber das ist immer interessant. Ich wollte euch mitnehmen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich ein Like und einen Daumen freuen. Und checkt auf jeden Fall Hallabe. Alles unten verlinkt. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft. Bis dann. Ciao.